tatsächlich andere Vorstellungen hatte als Stalin, dass sie mit eine Revolution in Russland entzünden wollen. Und zwar mit deutscher Hilfe. Es wurde behauptet, dass die Kolonisten im Ausland inzwischen schon vertrieben worden waren. Weltkrieg tatsächlich gelaufen war, dass der deutsche Kaiser gesagt hat, ich Zwei-Fronten-Krieg, ich muss gucken, dass eine Front ausscheidet. Und da hat sich Lenin tatsächlich angeboten, hat gesagt, ich bin derjenige, wenn ich an die Regierung komme in Russland und der Zar ist weg, dann mache ich mit dir einen Frieden. Da hat der Kaiser gesagt, na gut, das machen wir doch. Genug Geld haben wir auf der Kante, haben ihm genug Geld in die Taschen reingesteckt, haben ihn durchgewunken mit dem Zug Richtung Petersburg und tatsächlich hat Lenin Frieden gemacht, als er an der Regierung gewesen war. Also strategisch ein großer Coup. Nun hieß das, das Ganze... würde sich wiederholt haben. Das ist zumindest Stalins Rede gewesen. Er hat gesagt,
Trotzki, der damals auch ganz dick im Geschäft gewesen ist bei diesem Deal, habe sich gesagt, er würde jetzt praktisch einen neuen Krieg entfachen zwischen dem Hitlerfaschismus und dem Kommunismus. Und auf dem Höhepunkt dieses... würde er dann einen Umsturz in die Wege leiten und dann selber an die Macht kommen können, mit deutscher Hilfe. Klingt nicht so weit weg, wenn man sich ein bisschen halt eben mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat. Nun habe ich mir die ganzen Aussagen von den Angeklagten durchgelesen. Es waren wirklich sehr, sehr interessante Angeklagte dabei. Hochkarätige Namen. Unter anderem ein Karl Radek. Der war in den 20er Jahren der Mann, fürs Grobe, für Lenin. Also der sollte hier in Mitteleuropa die große Revolution entzünden. Mit allen Möglichkeiten, die ihm Lenin gelassen hat. Geld und gute Worte und er hatte alle Möglichkeiten dazu. Und der stand nun vor Gericht und sprach sein Schlusswort. Und dieser Mann wusste, dass vor seinem Prozess Unmengen von führenden Revolutionären verurteilt worden waren. Fast alle Leute, die vorher dort gestanden hatten, waren verurteilt worden zum Tode oder zu 80 Jahren Zwangsarbeit. Und er sah im Grunde keine Möglichkeit, dort mehr oder weniger als halbwegs freier Mann wieder rauszukommen. Und er sprach ein Schlusswort. Und das war für mich ein bedeutsames Schlusswort. Ich merkte in dieser Rede, ich hatte davon einen kompletten Ausdruck gehabt, von den Schlussworten der Angeklagten, ich merkte, dass er in dem Moment mehr oder weniger mit seinem Leben schon abgeschlossen hatte. Und er merkte, dass er noch etwas tun konnte, dass er noch irgendwie mit seinem bisschen Leben, was er in sich spürte, noch was bewegen konnte. Und sagte er tatsächlich, Leute, ich weiß, das ist mein letzter Tag heute hier und ich werde vermutlich nie wieder in Freiheit sein und ich denke mal, ich werde demnächst sterben. Ich möchte euch aber sagen, dass die Anklagen, die ich hier bekommen habe, die sind nicht ganz falsch, aber sie müssen uns weiterbringen, uns Menschen weiterbringen. Und ich kann euch etwas an die Hand geben, was euch weiterhelfen kann. Ich weiß, aufgrund der Verstrickungen, durch die ich durchgegangen bin, durch die wir Trotzkisten auch durchgegangen sind, dass es im Hintergrund des Weltgeschehens Abläufe gibt, von denen ihr keine Ahnung habt. Und diese Abläufe sind Erklärungen für Kriege an sich. Er sagt, ich sage euch nicht nur, dass wir in allerkürzester Zeit einen Krieg in Europa erleben werden, einen zweiten Weltkrieg, wo der gegen den kämpft. Es wird so und so ausschauen, es wird so und so ablaufen. Er nimmt das alles vorweg. Einfluss und Einblick gehabt. Darüber hinaus...